Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle of Cops. Ja, wir tellern gerade Feld 4. Müsste Feld 4 sein. Ja, und wir tellern, ne? Ist schon böse schmutzig geworden. Naja, mal schauen, ne? Da fliegen ja auch die Fetzen, ne? Ja, so ist das. Ja, tellern. Ein Feld haben wir noch. Mal ganz kurz im Menü reingucken, ja, gleich, ob das schon was zu sehen ist mit der Aussaat und so, ne, mit der Ernte, ob das wieder auf Null ist. Weil normalerweise könnte sein, dass im nächsten Jahr hier was auswachsen könnte, wenn wir nichts machen würden. Beziehungsweise es wird was auswachsen. Und zwar die Reste, die so rausgefallen sind, denn die saubere, ganz sauber kriegen wir ja nie geerntet. Ein paar Körner fallen ja immer raus. Und die würden ja im nächsten Jahr entsprechend, oder jetzt im Herbst keimen, ne? War ja auch ein bisschen früh getellert, das kann auch sein. Aber wir haben ja so keine anderen Arbeiten, ne? Später nachher, wenn wir eine Ernte haben und einige Felder haben, fertig haben, dann könnten wir ja theoretisch sagen, du, Angestellter, ne? Sag mal, ne? Bauer Hans oder so, ne? Keine Ahnung, wie er dann heißt. Gibt ja auch Frauen, ne? Dann sagen, es kann natürlich einer nebenbei tellern, ne? Theoretisch. Oder wenn wir große Flächen haben, dann könnte auch theoretisch jemand schon abfahren, ne? Und wie gesagt, das möchte ich doch ein bisschen selber machen, allein wegen der Abwechslung. Für mich. Und natürlich auch für jeden Zuschauer oder Zuschauerin. Statistik gesehen habe ich nur Männer, Zuschauer, die jetzt registriert sind, ne? Ist halt so, ne? Wenn es so ist, ist das so, ne? Und wenn nicht, gut, kann sich meine Frau melden. Ich habe neuerdings wieder so eine, Erotik-Werbung bei mir drauf. Ja, muss ich leider entfernen. Ich weiß nicht, wie YouTube darüber reagiert, mit der einen Richtlinien. Melden tue ich das nicht, das sind anscheinend junge Mädels, aber im Grunde gehört es nicht rein, ne? Ja gut, das ist ein anderes Thema, ne? Ja, tellern mit dem Gerät hier, Köckering. Ja. Mit Federn, ne? Praktisch, ne? Und so funktioniert. Und zum Schluss so eine Räder zum Andrücken wieder. Die Zinken nur bedeuten haben, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, Flügen rein Tisch machen, wie immer eine Mission war. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ne? Mal gucken jetzt zum Schluss, wie es mit dem Feld aussieht. Ja, mein erster Richtung. Ah, das gibt halt Happy Happy. Ja, nach der Arbeit. Ich esse im Allgemeinen immer abends nach der Arbeit warm. Weil ich mir das Tage das Brotessen genügt mir eigentlich. Also nochmal da nochmal machen, das geht so nicht. Das habe ich jetzt gesehen. Das ist jetzt hier teilweise zu viel. Das, ja, der ist ja halt warm. Ich kann Brot dann nicht mehr sehen abends. Ne? Also ich bin auch ganz gerne mal einen Eintopf dabei oder Suppe, aber wie gesagt, allgemein Kartoffeln. Ich weiß, heute mal Pommes. Auch Pommes oder auch Kartoffeln, ne? Aber halt eine andere Zubereitung, ne? Sonst koche ich mir ganz gerne vor, aber Kartoffeln muss ich halt meistens schälen, ne? Und morgen geht es wieder einkaufen. Endlich im Theater mit FPP2-Masken. Da habe ich mal einen Kommentar gelesen. Bei Telegram. Wenn sie jetzt von der Logik her ausgehen. Mit Masken tragen. Die FPP2-Maske soll ja angeblich schützen. Angeblich.
Trageweise, Maskenhygiene, davon abgesehen, immer Risiko, egal bei welcher Maske, aber wie gesagt, angeblich. Also wenn die wirklich schützen würde, dann könnte man die Maskenpflicht ja aufheben. Man muss nur dafür sorgen, dass jeder, der eine haben möchte, auch eine bekommt. Zu welchem Preis auch immer. Dann brauchen alle anderen keine Maske mehr tragen. Weil derjenige, der sich schützen möchte, kann es ja, ne? Wo ich da auch wiederum schon Meinung gehört habe, dass eine Maske an sich gegen Viren sowieso nicht hilft, weil die Viren dann laut deren Meinung zu klein wären. Ne, das Vergleich wäre theoretisch Mücken und Maschenzeitraum. Kann jeder halten, wie er will. Ich bin der Meinung, wenn du im Fahrstuhl fährst und du hast da jemanden drin, der erkältet ist, normale Erkältung, du stehst daneben, weil es ja vielleicht beim kleinen Fahrstuhl gar nicht anders geht, und du nicht gleich erkennen kannst, dass er erkältet ist, also du wirst ja nicht sagen, oh ja, dann fahr mal ein, ne? Das macht man ja auch nicht in dem Sinne. Gut, die Fahrstuhl zur Zeit hätte ich keine Möglichkeit dazu, ne? Aber wenn man so wäre, dann wärst du halt in dem Raum, wo er ist, und dann vielleicht auch mal niesen würde, ne? Oder mal ganz normal Luft holen würde, ne? Und ausatmen würde. Könnte sein, dass die Luft entsprechend auch Viren sind. Ich sag mal so, könnte. Man kann die ja mit bloßen Auge nicht erkennen. Und dann wäre sicherlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich anstecken wäre, ich will nicht sagen hoch, aber die wäre da. Wenn du, wie gesagt, engen Raum, dicht zusammen, mehr oder weniger, dann immer die Möglichkeit da, ne? Klar, wenn keiner krank ist, kann es auch nicht krank werden, ne? Theoretisch. So, dann ist mir die Frage, wie ist derjenige aufgestellt? Wie ist seine Abwehrkräfte? Die Ernährung. Unterkühlung und so, ne? Das ist ja auch noch ein Faktor, ne? Kalte Füße zum Beispiel, ist das so ein. Der eine oder andere wird denken, ja, kalte Füße, da habe ich gleich hinterher Stupfen, ne? Vielleicht war er ja gleich angesteckt, ne? Und ganz ehrlich, wer will schon einmauern, ne? Und komplett allein leben, ne? Geht doch gar nicht. Also den Lebensstil möchte ich schon nicht aufgeben. Einkaufen zu gehen, wann ich möchte und wann ich nicht möchte, ne? Klar kann man sicherlich einige Hygiene-Dinge einhalten, das ist kein Thema, das kann man machen. Das ist, kann jeder tun, ne? Angefangen von Händewaschen regelmäßig, zumindest wenn man auf dem PC war. Ich renne jetzt nicht am Tag 3-4 Mal zum Waschbecken, um die Hände zu waschen, ne? Das mache ich nicht. Da keine Zeit für. Im zweiten triffst du beim Waschbecken auch wieder Leute, die krank sein könnten. Ne? Also von daher könnte das schon sein, dass man da wieder jemanden trifft. Ne? Könnte. Spekulieren. Ne? Jeder, der das Schnupfen hat, ist krank. Das könnte auch eine Allergie sein. Ne? Auf, jetzt kommt ja wieder die Zeit des Pollens. Ne? Der Haselnuss, Birke, was auch alles so kommt. Ne? Sobald irgendwie die Luft trocken ist, tagsüber warm ist, beginnen ja die Bäume mit ihren, ja, eine Blüte halt, ne? Kurze Pause? Geht nicht, ne? Aufnahmepause? Geht auch nicht. Ja. Kurze Pause? Mal kurz hier? Ne, das geht gar nicht. Pause? Viel Spaß. Sind noch 5 Minuten, die ich noch spielen möchte. So. Wenn, dann haben wir das Feld auch schon fast geschafft, ne? Aber nur fast. Kriege Hunger. Ja, zu spät essen möchte ich auch nicht, dann im vollen Magen im Bett liegen ist auch blöd, ne? Schlafe ich unruhig. Ja, dann haben wir noch heute noch 3 Folgen vor mir. Eigentlich halte ich mir auch nicht mehr für offen, dass man das auch nicht machen kann, wenn man sich nicht fühlt, ne?
in die Augen zufallen, dann muss man dringend ihn antun. Dann würde ich eher sagen, okay, mach die drei Folgen dann morgen. Würde sagen, ne? Würde machen oder so anfangen. Ansonsten würde ich morgen mit Thüringen anfangen. Pferdegras. Pferdegras. Also ohne Seasons wäre das so, dass man mit einem Zetter zweimal zettern muss. Dann wäre es Pferdegras. Man muss aber den Zetter einmal abkoppeln und ihn ankoppeln. Ob es so ist, muss ich selber testen. Ob es bei Seasons gehen würde, das weiß ich nicht. Bei Zettern und bei Seasons, da wird es auch anders. Aber das zweite Mal abkoppeln hat man noch nicht gemacht. Das würde ich dann probieren. Wenn es nicht gehen würde, dann würde ich jetzt, ist blöd, weil da jetzt Tage auch Regen ist und dann ist es Heu, wie man schön sagt, dann auch wieder hinüber. Würde mit der mit dem Mähen aufhören und warten, bis es trockener wird. Weil nach drei Tagen kommt wieder Wachstum und das wäre dann das ganze Heu eingewachsen. Schluck auf. Ja, das ist jetzt blöd gelöst. Man könnte doch vielleicht zum Schluss das entsprechend querfahren. Ne? So, Ende. So, mal eine Spur dann so hochfährt. Ne? Das Stückchen müssen wir halt so machen. Das ist halt so. Ne? Das Gras durchkämmen. Ne? Und dann schaffen wir die Folge heute sogar noch. Alles fertig zu machen. Wird der manuell machen, ohne einzustellen. Einfach das O, das Rad rausnehmen. Da könnte man manuell entsprechend das fertig machen. Dann wäre auch die Folge das früher fertig. Ist dann halt so, ne. Beginnen wir halt eine neue Folge halt, im neuen Feld. So, ganz kurz. V rauf und drehen. Das O-Rad raus nehmen. Ne? Denn ich weiß ja, der Bruder gibt ganz viel steuerungsmäßig Probleme. Ne? Jetzt können wir auch so quer fahren, ohne dass wir jetzt das Grüne nur durchmähen können. Ne? Wir müssen aber jetzt weiter gruppen und tellern, ob man die eigene Spur zu sehen wäre. Die kriegen wir nicht weg. Ist ja leider so. Hab noch kein Tier gesehen, kein Reh, kein Fuchs. Ne, Fuchs haben wir eh nicht. Hase, Katze schon, Hund auch. Ja. Aber der Computer kocht ganz gut hier bei Kettle und Kopf, ne? Obwohl ich nicht die maximale Einstellung gemacht habe. Mal nächstes Mal 2K probieren, aber 2K ist mit Aufnahmeprogramm, da muss ich auch umändern. Das wollte ich eigentlich nicht. Das hin und her springen, da passt die Auflösung nicht so. Mal gucken. Da wird das Bild kleiner, glaube ich, denke ich mal. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, fertig, das heutige erste Feld. So, nach 4 Folgen, ja, nächstes kleiner, müssten 2 Folgen hinkommen. Eigentlich dann dritte Folge, mal sehen, was wir machen. Ob wir da jetzt so weit schlafen, dass wir die Aussaat machen können. Mal schauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Tschüss.